Sie haben einen sehr guten Winterdienst. Straßenmeisterei on point. Ey, dieses Mädchen hat in ihrem Leben alles miterlebt, oder? Die hat alles durch. Beiden bei dir? Natürlich. Oh. Oh shit. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Holy shit. Okay, die Entitäten sind einfach jetzt bei ihr. Ein Teil von ihr oder was? What the fuck? Hallo? Nathan? Jody? Jody, wo bist du denn? Die Monster. Die sind überall. Großer Gott, Jody, was ist mit dir? Ich bin müde. Ich bin so fertig. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Sag mir doch, wo du bist. Ich komme. Ich komme jetzt sofort, Jody. Jody! Sag doch, wo du bist. Aber ich meine, holy shit. War das verdammt? Hallo, da liegt ein Mädel auf der Straße. Nein! Was ist denn? Komm schon. Trink. Hey. Ich hab schon gedacht, du wirst nie mehr aufwachen. Wo bin ich? War das ein Blick in die Zukunft? Das ist mein Apartment. Ich hoffe nicht. Nicht so luxuriös, aber es reicht. Ich habe dich gefunden vor ein paar Tagen. Du warst ziemlich hinüber. Du hast dich um mich gekümmert? Komm schon, ist deren Sache. Du konntest da nicht bleiben. Eingehen wie ein Hund auf der Straße.
Ich bin Stan. Wie heißt du? Jody. Willkommen im Land der Lebenden, Jody. Es ist schön, mal wieder Gesellschaft zu haben. Etwas Kaffee? Stark. Schmeckt echt scheiße, aber ist gut gegen die Kälte. Vorsicht, heiß. Nett hast du es hier. Wie lange bist du schon auf der Straße? Ein paar Wochen. So ungefähr. Bei mir sind sie jetzt schon 3 Jahre. Ich dachte schon so oft, dass ich verrecken werde. Oder komplett abdrehe. Aber man gewöhnt sich wohl an alles. Sogar, dass man nichts hat. Auf der Flucht. Eltern. Durchgeknallter Freund, sowas. Nein, nichts in der Art. Stress mit den Bullen, ne? Naja, das ist auch echt nicht mein Bier. Solange du keinen umgebracht hast, passt das schon. Kannst du irgendwo hin? Familie? Freunde oder sonst irgendjemand? Nein. Ja, da gibt es schon jemanden, aber ich will ihn nicht sehen. Jedenfalls nicht so. Ich glaube, hier ist es ganz gut, mit der Wahrheit zu gehen. Ich habe nicht viel, aber wir können gerne alles teilen. Ich meine, er hat uns gerettet. Aber das ist halt jetzt wirklich das, was mich wundert, beziehungsweise wovor ich so ein bisschen Schiss habe, dass das halt ein Blick in die Zukunft war gerade. Ich wünschte, ich wäre gestorben. Ich weiß, Kleine. Ich weiß. Aber da müssen wir alle mal durch. Manchmal muss man nur durchhalten und warten, bis es um ist. Sieh mal, jeder hier hat seinen Platz. Manchmal dauert es einfach nur, bis man ihn gefunden hat. Kennst du die anderen? Das ist Walter da drin. Okay, trinkt ein bisschen viel, aber ist in Ordnung. Das ist Jimmy. Halt dich lieber von ihm fern, wenn ihm der Stoff fehlt. Und die Kleine, das ist Thirsty, sie ist schwanger. Armes Ding. Hier ist am richtigen Platz. Auf jeden Fall, die ist sie gut aufgehoben. Warum hast du mich mitgenommen? Na, ich wollte dich nicht erfrieren lassen. Ich war in der Lage zu helfen, also habe ich's. Kein großes Ding. Ach, Stan. Stand by me. Entschuldigung. Hi. Hi. Bisschen quasseln? Oder sowas?
Hallo. Nicht? Okay. Nicht gerade gesprächig, die gute schwangere Dame, aber hey. Na, was ist mit dir? Prost. Mädel, jo. Du bist zurück von den Toten? Halleluja, preise den Herrn. Willkommen in unserem magischen Königreich, my lady. Jo, danke schön. Ich stelle mich mal an jedes Feuer. Na, was ist mit dir? Gut siehst du aus. Na, Spritze noch voll oder was ist los? Jawohl, schön in die Handfläche. Na gut. Gab's hier hinten? Moment. Wo sind die Monster? Ich meine, ich stelle mich mal in die Mitte, dass ich an jeden rankomme. Aber sieht so aus, als ob ich hier nirgendwo was machen könnte mit Aiden. Komm schon. Da ist doch was. Moment, in die Richtung. Ah, zum einen. Okay, da kann ich gleich interagieren. Hallo? Da. Ne? Bonus freigeschaltet. Nice. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich die Leute da entschieden haben. Da ist unser Vorrat schon leer. Wir haben nichts mehr zu essen. Wir müssen das besorgen. Willst du sehen, wie alles bei uns hier so läuft? Ja, ich komm mit. Mädel, du siehst so scheiße aus. Aber wo sind die Monster hin? Wir brauchen etwa $5, das reicht für was Warmes. Wir versuchen es hier. Ich hoffe, die Kälte macht die Leute großzügiger.
kalt. Wie lange braucht man für $5? Tja, weiß nicht. Das hängt ganz von den Leuten ab. Vielleicht ein paar Stunden? Oder eine Woche? Hey, Stan. Ich glaube, das macht wenig Sinn. Wir sitzen beide am selben Platz. Versuch's mal da drüben. Viel Glück dann. Definiere da drüben. Mal kurz umsehen. Eventuell nach Geld fragen. Origami Killer Seven Vic. LOL. Also das ist ja mal ein fettes Easter Egg. Nice. Finde ich schön. Aber holy shit, ist das versteckt. Ist jemand zufälligerweise mit dem Chat und sieht es auch? Hm. Das ist schön. Origami Killer, Seven Victims and Still No Lead. Ach, schön. Kleine Anspielung auf Heavy Rain. Seit wann ist die Stadt so ein Ghetto? Hey, das ist doch nichts Neues. Die Wirtschaft läuft eben nicht. Manche machen es. Heißt der. Das Kind in Heavy Rain nicht auch Nathan? Na siehst du, hab ich mir gedacht. Sean? Ich dachte, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so im Kopf, dass der. Moment, können wir den eigentlich ablenken? Dass der Vater halt am Anfang von dem Game durch das Kaufhaus läuft und Nathan ruft. Ich weiß nicht wieso. Aber gut, dass du mich da berichtigen kannst. Also kann ich eventuell telefonieren? Oder irgendwie Geld aus. Ja, ich darf da nicht hin. Irgendwie Geld aus dem Telefon rausholen? Hallo? Nicht? Ein Nathaniel? Okay. Okay, da darf ich auch nicht hin. Ist ja in Ordnung. Ach, ich find's schön. Der Bruder heißt Jason.
Jason? Ruft er Jason? In dem Kaufhaus? Das kann sein. Oh Gott, betteln. Ich habe Hunger. Hätten Sie vielleicht irgendwas für mich? Betteln? Nicht bei mir hier. Wird dann nicht. Hey, Baby. Halt's Maul. Willst du ein paar Dollar extra verdienen? Vielleicht habe ich da was. Was soll ich dafür tun? Ich finde, ich tue dir einen Gefallen und du tust mir einen Gefallen. 10 Piepen und dann kommst du kurz mal mit mir. Nein, danke. Ich brauch deine Knete nicht, Arschloch. Die kannst du dir in den Arsch stecken. Ach, komm schon. Irgendwie... Ach, hier hat er uns gefunden. So, können wir hier eigentlich, Ich nehme heute Eier. Rühreier. Toast, Muffin. Toast. Was nimmst du? Für mich Schinkenomelett. Und einen Muffin. Ja. Und einen Muffin. Mist. Muffin klingt auch gut. Gutes Gespräch. Verdammt ist das kalt! Letzten Winter war es ganz anders. Da war fast immer T-Shirt-Wetter. Ja, Mann, das war toll. Auch hier ein sehr gutes Gespräch. Ja, ich gehe ja nicht zurück. Ja, ich bin auch hier. Alles gut. Lass zu. Die anderen denken, ich lasse das Team im Stich. Ich würde gerne ein bisschen zuhören. Nicht? Entschuldigung. Hallo? Kleingeld irgendwie in dem Münzschacht? Gehört die dir? Ja. Aber heute frieren einem die Finger ab. Habe es gerade mit Spielen versucht. Willst du es versuchen? Nimm sie ruhig. Aber ja, mit dieser Szene im Kopf, wie er da durch dieses Kaufhaus läuft und die ganze Zeit Jason ruft, das finde ich schon sehr witzig. Das war eine sehr witzige Szene. Auch wenn es tragisch ist, aber es war witzig. Alter, übelst Gänsehaut bekommen. Oh, Alter. Wow. Ja, gut was zusammengekommen anscheinend.
haben genug. Los, sehen wir, wie es denn geht. Oh ja, es ist ja auch schon spät geworden, ne? Oh Gott sei Dank. Der sitzt noch da. Wie läuft's denn? Nicht gut. Du? Heilige Scheiße. Jody, woher hast du so viel Geld? Gefunden. Sag doch, dass du Gitarre gespielt hast. Mit einer Gitarre und... Ich wollte gerade sagen. Ich spiele Gitarre und ich hab was gekriegt. Oh, wow, das ist super. Das ist wirklich super. Warte hier, ich hole uns Essen dafür. Na? Was hast du da, Alter? Was haben wir denn hier? In der Lotterie gewonnen, alter Glückspilz? Hey, ich will keinen Ärger. Ärger? Ärger? Das ist so respektlos, alter Mann. Sehen wir aus wie Ärger etwa? Das wäre Ärger. Oh, komm schon. Willst du das, Ed? Ja, schon dabei, Mann. Fuck. Jetzt gibt es Ärger. Ich bin dran. Feuer eingeklappt. Und ab, dann passiert euch nichts. Schaut mal hier. Der alte Opa hat eine kleine Freundin. Was laufen wir? Los, demonstrieren wir ihm, was wir mit kranken, verschissenen ist. Der nächste. Und der mit der Kamera. Fuck! Das Miststück ist krank! Wir sehen uns später, Miststück. Verdammt, ich hau ab! Hey! Wie hast du das gemacht? Ich war eine Zeit in der Army. Ja, aber da waren vier von ihnen. Du warst allein. Vier Arschlöcher. Die wissen nicht, wie man kämpft. Okay, das spielt nach der CIA-Zeit. Okay. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre noch vorher. Okay, Leute. Kommt zum Essen. Wieso ist der noch auf der Straße gelandet? Los, hol dir auch was. Hey, ich habe sogar noch Schokolade als Nachtisch. Schokolade? Ich kann mich nicht mal erinnern, wie das Zeug ist. Was ist dir passiert, Stan? Es gab einen Kampf. Ohne Jody würde ich immer noch da liegen. Ihr hättet sehen sollen. Das waren vier Kerle. Die kämpft wie ein echtes Ass. Wann kommt denn dein Baby? Nächsten Monat. Dann ist er ja perfekt auf der Straße aufgehoben. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ihr Freund hat sie oft verprügelt. Er wollte kein Baby. Vermutlich hätte er sie umgebracht.
Walter, wie bist du hier gelandet? Ich war mal Highschool-Lehrer. Und irgendwann da konnte ich mir die Rat nicht mehr leisten. Ich verlor mein Haus, den Job, alle Freunde. Tja, und hier war dann Endstation. Jimmy? Ist alles okay? Mir ist kalt. Mir ist so verflucht kalt. Drogen. Ach. Wie lange seid ihr schon hier? Die Brücke fand ich so vor ungefähr 6 Monaten. Traf ja Walter. Jimmy tauchte auf. Tuesday ist hier seit etwa 3 Wochen. Was ist mit dir, Jody? Du erzählst nicht viel von dir selbst. Wie bist du auf der Straße gelandet? Ich habe Sachen gemacht, die schlimm sind. Bis mir klar war, dass man mich benutzt. Ich weiß, das klingt jetzt wirklich seltsam. Aber ich kann Dinge. Das macht mein Leben völlig kaputt. Du sagst, du kannst Dinge, Joey. Inwiefern? Schon seit meiner Geburt ist in meinem Leben diese Existenz. Sein Name ist Aiden. Er ist immer bei mir. Er ist auch jetzt hier. Scheint, als wäre Jimmy nicht der Einzige mit einem Drogenproblem. Ich frage mich ja, wie die reagieren würden, wenn man es denen zeigen würde. Beziehungsweise, wenn die wüssten, was halt passiert ist. Hallo Mutti? Ist das die Mutti? Ich suche mir jetzt einen Drink mit meinem Namen drauf. Danke für das Essen, Jungs. Ich muss mich hinlegen. Gute Nacht zusammen. Schlaft gut. What the fuck? Nicht jetzt, Aiden. Wie, was nicht jetzt? Tuesday. Ist es... Die Wehen haben eingesetzt. Wir brauchen einen Arzt. Wir brauchen ein gottverdammtes Krankenhaus. Nein. Nicht ins Krankenhaus. Sie nehmen mir mein Baby weg. Oh nein, niemand kriegt mein Baby. Schau dich um, Kleine. Wir haben gar nichts hier. Hier ist nicht mal ein Laken, heißes Wasser. Wir haben gar nichts. Mein Baby. Oh, ich will nicht, dass mein Baby stirbt. Halt durch. Ganz ruhig. Und halt was ein. Hey, Jimmy. Die Straße runter steht ein verlassenes Gebäude. Suche einen Weg dort rein. Ich kümmere mich darum. Los. Walter, du setzt dich und bleibst hier bei Tuesday, okay? Jody, komm mit. Wir besorgen alles, was wir brauchen. Und du, Kleine,
Warte mit deinem Baby, bis wir zurück sind, okay? Ich versuch's ja, aber ihr müsst euch verdammt beeilen! Okay. Darf ich jetzt? Nein, okay, Aiden ist gesperrt. Jody, komm schon! Ich bin nicht die Schnellste. Das ist halt schon Höchstgeschwindigkeit, was ich hier mache. Was sollen wir tun? Kennst du einen Arzt oder so? Nein. Wir haben auch nichts, um ihn bezahlen zu können. Also was machen wir dann? Hör zu. Ich will für dieses Baby eine Chance in dieser verfluchten Welt. Das Kind braucht Wärme und es soll Windeln und ein Fläschchen haben und Kleidung wie jeder andere normale Mensch auch. Ich lasse nicht zu, dass es im Müll unter einer Brücke geboren wird. Okay, was ist dein Plan? Ich habe keinen. Aber uns fällt was ein, komm! Ab in den Supermarkt. Einmal einkaufen. Drin ist alles, was wir brauchen. Wir müssen nur rein. Gott verdammt! Es muss doch gehen. Es muss doch irgendwie gehen. Es gibt einen Weg. Lass mich nur machen. Hä? Was? Was willst du tun? Tür öffnen. Vertrau mir einfach. Auf geht's. Haben wir noch was vergessen? Okay, das bleibt nicht auf. Ich würde gerne... Da, genau das. Okay, Alarm aus. Das spart uns nachher noch Ärger. Gott sei Dank. Verdammt, wie hast du das denn gemacht? Gott sei Dank bin ich nochmal reingegangen. Erklär ich dir später. Wir nehmen, was wir brauchen und hauen ab. Ich hab so viel ich tragen kann. Okay, dann lass uns hier abhauen. Komm. Oh, da seid ihr ja. Los jetzt, das Baby kommt. Seid ihr in das Gebäude reingekommen? Ja, ja, Walter ist bei ihr. Kommt, wir müssen uns beeilen. Okay. Wie sieht das jetzt aus? Okay. Ich habe Angst, dass die Monster wiederkommen. Das wäre nämlich jetzt maximal ungünstig. Guck lieber ein, zweimal mehr nach. Los hier lang! Moment. Irgendwo noch Bonusinhalte? Hallo? Hoppala. Verzeihung. Dankeschön. Dankeschön. Gerade noch rechtzeitig, Jungs. Das Baby wird jede Minute rauskommen. Und jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Geht!
Und zwar alle. Außer Jody. Natürlich. Ich will nur Jody. Du weißt, dass ich bei sowas noch nie dabei gewesen bin. Also, ich auch nicht, aber ich will nicht, dass da alle stehen und mich anstarren und ich gehe hier ein vor Schmerzen. Oh! Okay. Okay, keine Sorge. Keine Sorge, wir finden einen Weg. Uns fällt schon was ein. Ich meine, wie schwer kann das werden? Ich würde die Hose ausziehen vielleicht erst einmal. Also ihr die Hose ausziehen. Okay, los, die ziehen wir dir schnell aus. Okay. Jawohl. Du kannst nichts tun, Aiden. Bücher? Jawohl. Ich kümmere mich um die Matratze. Puppe hoch. Trösten. Du machst das gut. Halt durch. Okay, du kriegst das hin. Wasser? Mund auf. Schön trinken. Heizung. Heizen. Warm muss es sein. Tick. Und bin gleich da. Ja, ich komme. Auf geht's. Atmen. Atmen. Okay. Bitte, Tuesday, immer weiter atmen. Ein und aus. Ein und aus. Ich atme noch. Oh, verflucht, ich mach noch. Und pressen. Komm schon, pressen. Pressen. Ja, es ist fast da. Okay. Und beruhigen. Okay, ganz toll machst du das. Ich bin ein erstklasse Geburtshelfer. Der Kopf ist schon da. Ich sehe den Kopf. Jetzt pressen. Hallo? Gwäh? Oder so? Sie ist da, Tuesday. Ah. Noch die Nabelschnur. Babe. Oh, jetzt ja nicht. Okay. Was für ein süßes, extrem ernst guckendes kleines Kind. Bisher nicht so einfach, mein Schatz. Aber wir schaffen das. Mom und du. Ich verspreche es. Nichts hält uns jetzt noch auf. Ich hole jetzt die andere. Es ist so winzig. Es ist ein Mädchen. Ich nenne sie Zoe. Scheiße, Mann. Sie ist gottverdammt unglaublich. Hey, hör auf zu fluchen, Walter. Sie versteht alles, was du sagst. Mhm. Nein, sie ist mehr als unglaublich. Sie ist einfach märchenhaft schön.
Ohne euch hätte ich es nicht geschafft, Jungs. Und Jody. Du bist eine Magierin, Jody. Unsere Magierin. Jetzt? Ich dachte, das Kapitel wäre rum. Oh no. Scheiße. Was nun? Oh shit. Okay, wir müssen hoch. Stan, mach auf! Was? Oh Gott. Wo sind die anderen? Boah, ist hier über den Flur. Jimmy und Tuesday und Zoe sind oben. Los, raus hier, ich hol sie. Nein, 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 ich komm mit dir. Nein, nein, ich will allein. Ich brauch Hilfe! Aber... Los, raus mit dir! Okay. Wo? Da. Hilfe! Eide, spreng die Tür! Jo. Jo, mach ich. Hilf mir! Und los. Tuesday, das Baby. Sie sind oben, hör dir. Wir müssen sie rausholen, bevor hier die ganze Bude abfällt. Ja, hör auf zu quatschen, lauf. Ich bin noch da. Ich bin da, ich bin da. Also gleich. Stehen. Ich dachte, hier wäre Tuesday drin. Wenn er nicht kommt, dann zwingen wir ihn dazu. Okay. Voll zu quatschen. Warum ist sie nicht hier? Scheiße. Wir brauchen einen anderen Weg. Natürlich. Doch weiter. Nix.
Nicht solange ich da bin. Weiter geht's. Aufpassen, wo du hintrittst. Schnell runter, lauf! Okay. Ist alles okay? Geh weiter! Okay, lauf schnell weiter. Raus hier! Meine Güte! Ich komm schon klar. Komm, wir gehen um den Stockwerk höher. Ich hab nach oben gedrückt. Oh, bitte nicht. Jody. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, der geht da jetzt rein und verreckt, weil wir es nicht geschafft haben. Fuck. Jody, komm schon. Komm schon, Jody, du packst das. Oh mein Gott. Komm schon, komm schon. Jetzt. Bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Nein gesagt, keine Widerrede. Du verschwendest deine Zeit, Jody. Zum hundertsten Mal, du bist nicht wie alle anderen und ihr habt es ja Regeln. Du musst nicht daran gewöhnen. Ich will nicht, dass du das den ganzen Tag am Fenster rumstehst. Was treibst du da? Löffel und Gabeln verbiegen und mit Toten sprechen so sollen? Ich will zumindest wenig eine Chance. Ich hatte mal gut 2000. Es gibt auch Wärme, so voll Wind, ein Fläschchen haben und Kleid und Wiege. Jody. Ich lass nicht zu, dass es im Müll unter der Brücke gefunden wird. Wenn du es nicht mal holst, dann sag's. Und wirfst dann zurück. Jody. Die Existenz. Dieses Spiel macht mir gerade echt fertig.
Bin ich tot? Deine leibliche Mutter. Oh mein Gott! Nein! Nein! Ich will nicht zurück! Ich will bei dir bleiben, Aiden! Aiden! Nein! Das Foto. Wieso, Aiden? Ich wollte nicht mehr hier. Sie hat sich zwar nur den Zugang rausgezogen und das Ding denkt, dass sie tot ist, aber okay, das ist ein normales Verhalten. Von uns, Jody. Wir alle. Dadurch sind wir immer bei dir. Alter, der hat sich ja übelst ge... Okay, krass. Sie haben die Mistkerle geschnappt, die unser Haus abgefackelt haben. Das Benzin an ihren Sachen war der Beweis. Krank, oder? Arschlöcher. Wie lange lagen wir denn hier? Haben die alle ihr Leben auf die Reihe bekommen? Ich hab den Job. Und dieses kleine Apartment. Mir geht's ganz gut. Komm wieder, Jody. Wir vermissen dich. Hey, Stan. Good job. Was mit Tuesday und Zoe? Ist ein bisschen was passiert, ne?
Besonders gut auf den Füßen bist du noch nicht. Moment, bevor wir da... No. Das habe ich nämlich vermutet. Oh. Guck mal. Zoe wird heute 3 Monate alt. Ich erzähle ihr oft von dir, damit sie weiß, was du für sie getan hast. Oh, und ich benutze übrigens wieder meinen richtigen Namen. Ich heiße Lysa. Ne, Tuesday finde ich besser. So, können wir uns jetzt vielleicht doch wieder hin... Okay, dann gehen wir. Wir gehen. Ja, die haben wir hier. Gehirntrauma und Schädelfrakturen. Sie liegt schon seit Monaten im Koma. Können wir zu ihr? Ich weiß nicht. Sind Sie Verwandte? Wir sind von der CIA. Sie wird gesucht wegen Verrats. Also, wir haben einen Haftbefehl, wenn Sie den sehen wollen. Ich lieg verdammt nochmal okay. Im Koma. Ich bring sie zu ihr. Also, theoretisch. Ah, und schwupps kann ich wieder normal laufen, oder was? Ach, das ist keine gute Idee. Ach, was tust du denn? Sei bloß vorsichtig. Auf geht's. Also, wo ist sie? Ja, merkwürdig. Das ist ihr Zimmer. Sie müsste hier sein. Scheiße. Sie ist aus dem Fenster raus. Das ist unmöglich. Wir sind im 5. Stock. Sie kann nicht durchs Fenster. Melde das. Kleine darf nicht entwischen. Oh, der arme Pfleger. Könnte besser sein. Hätte gerne Regenschirm. Aber sonst ist alles gut. So, Alter, dieses Kapitel. Wie krass, bitte. Holy shit. So, was mich jetzt am... Okay, 64% haben das Messer wieder zurückgesteckt. Das ist das, was ich wissen wollte. Heißt aber auch, dass 36% sich dafür entschieden haben. Krass. 66% haben das Geld ehrlich verdient mit Musik. Die ganzen 34%, die das nicht gemacht haben, haben ein wunderschönes Lied verpasst. Schicksal der Schläger erfahren. Ach, wahrscheinlich wegen dem Bild. Das waren die... Ach ja, okay, jetzt macht das auch Sinn. Das waren die Jugendlichen, die uns verprügeln wollten, beziehungsweise haben, die das Haus angezündet haben. 48% sind nicht aus dem Haus entkommen. Ja, ich halt. Toll. Nur 4% haben die Schläger nicht besiegt. Heftig. Ich bin echt gespannt, was da noch alles kommt.